Zurück bei Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, Episode 7. Ich war zuletzt auf der Starkiller Basis, wo ich versuche, meine Level zu komplettieren. Starkiller sabotieren habe ich jetzt auch abgeschlossen, also Kapitel 9 steht an. Die Starkiller Basis zerstören. Dann gehen wir rein. Natürlich ins freie Spiel, sonst haben wir nicht die ganzen Möglichkeiten. Also Starkiller Angriff, da fehlt mir noch ein Minikit. Race Flucht, da habe ich 2 von 3 Minikits. Dann noch im Generator, oh, da habe ich noch gar kein einziges Minikit. Da ist natürlich noch einiges zu machen, und den roten Stein habe ich hier. Gut, dann gehen wir in den Starkiller Angriff. Mit einem Altbekannten hier von mir, Darth Maul. Flugzeug. Können wir jetzt mal mit dem B-Wing. Mit dem B-Wing. Schwarz 1, Unterlichtgeschwindigkeit auf Ihr Zeichen. Verstanden, Basis. Rote Staffel, blaue Staffel, bereit machen. Raus aus dem Hyperraum. Weiß ich noch nicht, ob ich das Rennen abgeschlossen hatte. Thank you.
Frage ist nur, wo ist der Pfeil? Wo halt, wo ich halt die, Minikits finde. Oder ich habe es bei der einen Verfolgungsjagd schon übersehen, im Sektor. Ja, also bei dem Angriff habe ich tatsächlich das Minikit noch nicht gefunden. Das ist aber auch kein Problem, das werde ich nämlich hinterher direkt erledigen. Oh. Man hätte mir auch nochmal sagen können, dass der rausgeflogen ist wieder. So. Hier fehlt mir auch noch ein einziges Minikit. Ich kann nochmal nachgucken. Ja, drei. Ja. Habe ich nicht zugelassen. Sektor alles abgeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt direkt schnurstracks weiter zum nächsten.
Wieder Ray mit ihrem Stab. Die Truppen werden uns jagen. Wir müssen vorbereitet sein. Was ist? Haben Sie mir wehgetan? Was macht ihr denn hier? Wir sind hier, um dich zu retten. Erst flüchten, danach umarmen. Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Nutzen wir sie. Dafür muss ich ein kleiner Androide sein, der das aktivieren kann. Wo ist er denn jetzt? Das ist ja.
Ja. Nee. Zum Scannen rum. Irgendwie kann man den nur in diesem Level spielen. Ist auch ein bisschen schade. Das ist irgendwie ganz süß. Das war was anderes. Hier das erste Minikit. Es fehlen hier in diesem Bereich noch 4 Stück. Mein Minikit Nummer 2 durch das Zerstören dieser Beule oder was auch immer war. Hier noch 2. Das kann der auch. Boba Fett. Hier so ein kleines Problem. Tja, ist mir nämlich einfach stehen geblieben. Der Darth Maul. Warum auch immer.
Baum. Einer hier fehlt mir noch. Dann habe ich hier nämlich alle 5 abgeschlossen. Muss ich gucken, ob ich die hier alle befestigen kann. Aber normalerweise, weil ich alle wechseln kann, dann macht er mir die alle auch fertig hier. Bombe Nummer 1. Insgesamt brauchen wir hier 4 Stück. Wer soll denn das jetzt? Total blöd irgendwie. Hä? Ah, nee. Ich muss ja wieder nach oben. Moment mal. Ja, das ist auch cool. Und das ist unser kleiner Evok hier. Evok. Oh, jetzt war akrobatische Glanzleistung. Ist jetzt eine Lea bei mir. Auch in diesem Sektor alles eingesammelt. Das heißt, es braucht nur am Anfang noch etwas geschehen, wo ich nämlich dann die ja quasi auf der Jagd da bin. Ja. Da ist er ja schon. Ja, direkt drüber so. Jetzt kommt Bombe Nummer 3 auf der anderen Seite wieder. Noch eine Bombe unten. Dein Sohn ist tot. Snook nutzt dich aus wegen deiner Macht. Wenn er hat, was er will, vernichtet er dich. Komm heim. Wir vermissen dich. Hm?
Gut, ja, leider fehlt mir am Anfang dieses eine Minikit, aber das sollte jetzt auch wieder kein Problem sein, das zu besorgen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass das bei der allerersten Flugshow quasi auf der rechten Seite ist, weil ich da irgendwie was gesehen hatte, aber nicht so schnell rübergekommen bin. Also werde ich da jetzt nochmal kurz reingehen gleich, um in dieses, ja, um dieses Minikit noch zu sichern. Damit ich auch dieses Level komplett abgeschlossen habe. Machen wir dann wieder über die Karte und Stark dabei ist zerstören. Freies Spiel. War natürlich der Starkiller-Angriff, alles andere habe ich komplett, der ist egal, wen wir nehmen. Und das Flugzeug, ja, mal gucken, ich bräuchte schon vielleicht größeres. Könnte ich mir den hier nehmen. Mal gucken, ob der da überhaupt durchpasst. Das brauche ich mir jetzt nicht nochmal angucken, ihr wisst ja, in welchem Level wir sind. Also geht es da rein. Nein. Okay. Ich weiß, wo es ist. Jetzt habe ich zwar alles eingesammelt, außer das Minikit. Das heißt, alles nochmal eben schnell machen. Damit ich da dann direkt da reinkomme. Ist halt leider verfehlt. Auf jeden Fall ist es tatsächlich da am Anfang, das Minikit. Und, ja. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, wo es ist. Also werde ich mir das jetzt doch noch mal eben einsammeln. Also schwer zu finden ist es nicht, aber ja. Das heißt, jetzt nehme ich auch ein manövrierfähiges Schiff. Nämlich den X-Wing am besten. Der kommt vielleicht ein bisschen schneller runter als die anderen. So. Schön auf der rechten Seite fliegen, ein bisschen tiefer. Dann sollte das keine Probleme sein. Langsam auf die rechte Seite und nicht so hoch. Nee, ne? Jetzt habe ich es schon wieder verfehlt. Kann nur lange nicht mehr sein. Irgendwie ist das Ding zu klein. Also ich muss wirklich ganz, ganz dicht über den Boden fliegen. Ansonsten habt ihr da, glaube ich, auch keine Chance, oder haben wir keine Chance, das Ding einzusammeln. Ist irgendwie echt ein bisschen doof. Aber ist jetzt leider im Moment so. Aber ich sollte es auch gleich schaffen, das Ding endgültig einzusammeln. So. Dann nehmen wir mal etwas, was in die Breite geht. Vielleicht gucken jetzt... Nehmen wir den Millennium Falcon dafür.
Sollte jetzt auch ein bisschen breiter dafür wieder sein. Und ist ja eben manövrierfähig. So. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube das dann noch nicht mehr. Jetzt bin ich komplett drunter hergeflogen. Das ist so lange nicht mehr wahr. Also. Egal was ich im Moment für ein Schiff nehme, es funktioniert nicht. Ihr wisst, wo es ist. Ich werde es aber jetzt trotzdem noch einsammeln. Weil es kann ja nicht sein, dass ich zweimal drüber semse. Jetzt bin ich einmal drunter hergesemst. Also, ja. Scheint nicht so mein Level zu sein. Jetzt bleibt ein Darth Maul stehen. Dann springt mein Controller öfter mal raus. Und dann kriege ich nicht dieses verfluchte Minikit da. So. Jetzt nimmst du mir auch drunter her. Ja. Nehmen wir mal den TIE-Jäger. Den TIE-Jäger. TIE Fighter. Jetzt habe ich es endlich. Gut. Es wurde aber auch Zeit. Das heißt, jetzt können wir direkt auch auf Level verlassen gehen, speichern und verlassen. Ihr habt jetzt gesehen, alles komplett. Und es wurde auch Zeit. Und naja, vielleicht Schicksal, dass es ausgerechnet ein TIE Fighter ist, mit dem ich dann das Minikit einsammle. Naja, böse Basis, böses Flugzeug oder böse Gegner. Tja. Und jetzt habe ich dann auch dieses Flugzeug hier komplett. Imperiale T-Abfangen. Gut, damit beende ich jetzt auch diesen Part. Roter Stein gab es nicht zu holen diesmal. Gut, dann sehen wir uns im nächsten wieder.